Ladies and Gentlemen, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass wir Videospiele lieben. Und umso frustrierender ist es, dass diese Kunstform und diese wirtschaftliche Macht auch in Deutschland immer so einen schweren Stand hatte. Ich frage mich auch, woran das liegt, ob das irgendwie so typisch deutsch ist, dass dieser Gedanke mit Spielen seine Zeit zu verschwenden irgendwie nicht okay ist, obwohl es natürlich vollkommen okay ist, abends noch irgendwie auf der Couch zu chillen und dabei Fernsehen zu gucken. Oder ob es halt so diese ganzen Killerspieldebatten sind, diese Amokläufe, die dann von irgendjemandem mit Videospielen in Verbindung gebracht wurden. Also ich glaube, da sind einige Faktoren, die für diesen schweren Stand gesorgt haben. Und das nervt. Zum Glück hat sich in den letzten Jahren ja zumindest ein bisschen was getan. Ja, also diese Killerspieldebatte ist ja quasi nicht mehr da. Das Stigma Videospiele ist auch immer blasser und blasser. Man wird nicht mehr so schräg angeguckt, wenn man Leuten erzählt, dass man abends gerne mal Videospiele spielt. Und mit YouTube ist es übrigens ganz ähnlich, aber das nur nebenbei. Aber trotz dieser doch recht positiven Entwicklung haben wir hier in Deutschland die etwas sonderbare Situation, dass wir zwar extrem viele Spiele spielen und auch kaufen und dadurch relevant sind für internationale Entwickler und Publisher, aber irgendwie nur sehr wenig Spiele selber machen. Und wie cool wäre es, wenn wir in Deutschland eine vernünftige und lebhafte Videospielindustrie hätten mit Ausbildungsplätzen und öffentlichen Studiengängen und coolen Entwicklern, die so geile und international erfolgreiche Spiele machen wie, keine Ahnung, wenn Witcher 3 in Köln entstanden wäre oder Assassin's Creed in Berlin, wie geil wäre das? Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir in Deutschland irgendwie zu wenig junge Leute haben, die Spaß an Videospielentwicklung hätten. Ich glaube, wir haben hier viele Menschen, die es extrem geil finden würden, an Videospielentwicklung beteiligt zu werden und das gerne zu ihrem Beruf machen würden. Aber wenn man ehrlich ist, muss man, wenn man für die meisten großen, geilen, aber auch teilweise kleinen, geilen Spiele mitarbeiten will, wenn man daran arbeiten will, dann muss man ins Ausland und das zackt. Es gibt viele Leute, die den Grund für den, wenn man ehrlich ist, recht peinlichen Zustand unserer Videospielindustrie in der zu geringen Förderung sehen. Ja, wenn ich jetzt selber ein Entwicklerstudio hätte, ja, und mich umschauen würde in Europa und es Länder gibt wie England oder Frankreich, wo du halt gute, ordentliche Förderung bekommst, weil diese Länder halt wissen, dass es sinnvoll ist, in eine stabile Unterhaltungsindustrie im eigenen Land zu investieren, dann würde ich mich auch gegen Deutschland entscheiden, wenn es da nichts anderes gibt, außer ein paar lokale Förderprogramme und halt den deutschen Computerspielpreis. Ich meine, ich wäre ja bescheuert. Aber es soll alles besser werden, ja, das Licht am Ende des Tunnels. Denn die CDU und die SPD haben einen Koalitionsvertrag erarbeitet und der ist durch Vorarbeit entstanden, durch sogenannte Arbeitsgruppen, ja. Also CDU und SPD sind halt hingegangen und haben sich zusammengetan und haben gesagt, okay, diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit Thema X und die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit Thema Y und da sind in diesen Arbeitsgruppen sind halt die Politiker, die sich am ehesten mit diesen Themen auskennen, sodass man halt auf einen Nenner kommt und dann in den Koalitionsvertrag schreiben kann. Und eine dieser Arbeitsgruppen hieß AG Digitales. Und in dieser AG Digitales war zu unserer aller Glück, waren da Menschen, die mit dem Thema Gaming aufgewachsen sind, die dem sehr, sehr nahe stehen und schon lange sich dafür einsetzen, wie beispielsweise Lars Klingbeil, wie Dorothee Bär und wie Thomas Jatzombek. Und diese drei Namen dürften für euch nichts Neues sein, denn mit denen hatte ich allen schon zu tun. Aber die hatten noch nie diese Position bei einer der vergangenen Koalitionsverhandlungen. Diese OG hat also zusammengesessen und getagt und gestritten wahrscheinlich und ausgetüftelt ohne Ende und all die Vorschläge, auf die man sich dann im Endeffekt geeinigt hatte in den AGs, wurden mittlerweile von den großen Chefinnen und Chefen dann abgesegnet, sodass alles jetzt soweit fertig ist in dem Koalitionsvertrag, über den die SPD-Mitglieder ja noch abstimmen müssen. Aber okay, darum soll es hier gar nicht gehen, denn ich mache dieses Video deswegen, weil bisher in noch keinem Koalitionsvertrag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland das Thema Gaming und das Thema E-Sports in solch einer Art vorkam. Es heißt wortwörtlich, und das muss ich jetzt kurz vorlesen, mit Blick auf vergleichbare europäische Länderförderungen und im Interesse eines Level Playing Fields werden wir seitens des Bundes eine Förderung von Games zur Entwicklung hochwertiger digitaler Spiele einführen, um den Entwicklerstandort Deutschland zu stärken und international wettbewerbsfähig zu machen. Den deutschen Computerspielpreis wollen wir unter Beteiligung der Gamesbranche weiterentwickeln und stärken. Okay, der eine oder andere von euch wird vielleicht denken, okay, das ist super schwammig. Aber so schwammig ist es tatsächlich gar nicht. Aus politischer Sicht gesehen ist das sogar eine relativ
klares Commitment, ja, vor allen Dingen diese eine Formulierung, mit Blick auf vergleichbare europäische Länderförderung und im Interesse eines Level Playing Fields, ja, will man die Förderung festsetzen. Und das heißt schon, dass man sich quasi festgelegt hat auf eine Höhe der Förderung, zumindest auf eine ungefähre. Das heißt, wenn man sowas in einen Koalitionsvertrag schreibt, kann man danach nicht mehr sagen, okay, wir geben jetzt mal so 200.000, denn man will sich ja orientieren an anderen europäischen Ländern. Und da haben wir so Länder wie Frankreich oder aktuell halt noch England, und die haben halt eine Förderung von in Millionenhöhe für Videospiele. Und das ist halt schon eine Hausnummer. Aber inwiefern diese Formulierung tatsächlich ein Erfolg für Videospiele in Deutschland ist, habe ich halt Felix Falk gefragt, der sich halt schon jahrelang als Geschäftsführer des Verbandes für die Computerspielindustrie eben dafür einsetzt, dass Games auch in der Politik ernster genommen und vielleicht sogar als Chance gesehen werden. Okay, Felix, inwiefern ist das jetzt ein Erfolg für Videospiele in Deutschland? Ist es überhaupt einer? Das ist auf jeden Fall ein richtig großer Erfolg. Ich würde sogar sagen Meilenstein, weil jahrelang ging es darum, dass Games anerkannt werden als Kultur und als Wirtschaftsgut und so weiter. Und jetzt sind wir sogar darüber hinaus. Es wird nicht nur anerkannt, sondern man will das Potenzial nutzen. Man will Deutschland zu einem Games-Entwicklungsstandort machen. Man will E-Sports anerkennen. Also das sind alles tolle Ergebnisse und wirklich, glaube ich, auch ein Signal in die, an Gamer, an die Games-Entwickler. Und deswegen, ja, eine tolle Sache. Jetzt muss halt nur noch umgesetzt werden. Ja, hast du da Vertrauen, dass das klappt? Ja, habe ich. Ich habe deswegen auch Vertrauen, weil inzwischen ganz viele Leute an den richtigen Positionen sind, die Digital Native sind, die mit Games aufgewachsen sind, die selber Gamer sind, die Ahnung haben davon und denen man das sozusagen nicht von Grund auf erklären muss, sondern die selber ein Gefühl dafür haben und selber die großen Chancen sehen. Und deswegen haben die Leute jetzt nicht nur das Ganze in den Koalitionsvertrag geholfen zu schreiben, sondern ich hoffe, dass die es dann auch umsetzen, und dann bin ich guter Dinge und habe ein gutes Gefühl. Man könnte jetzt aber immer noch durchaus Bedenken haben, wie beispielsweise, warum zum Teufel ist Deutschland erst jetzt auf diesen Zug aufgesprungen und warum zum Teufel sollte ich glauben, dass nur, weil das jetzt im Koalitionsvertrag steht, auch tatsächlich umgesetzt wird. Ja, ich erinnere da nur an diesen Breitbandausbau, hat ja auch nicht so gut geklappt, obwohl es im Koalitionsvertrag stand. Und da auch ich diese Bedenken hatte, habe ich die mal weitergegeben an den Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil. Warum jetzt? Beziehungsweise warum jetzt? Erst jetzt? Warum nicht vor 4 Jahren? Warum nicht vor 8 Jahren? Was hat sich verändert zu den letzten Verhandlungen? Die Themen sind einfach noch relevanter geworden, und ich glaube, das Zweite ist, dass es jetzt eine Reihe von jungen Politikern gibt, die sich für diese Themen ernsthaft interessieren, und die saßen bei den Verhandlungen jetzt mit am Tisch und zwar in verantwortungsvoller Position. Also das ist jemand wie Dorothee Bär, aber das ist auch jemand wie ich dann, der jetzt als Generalsekretär mit dabei sein durfte, und ich bin jetzt seit 8 Jahren in der Jury vom Deutschen Computerspielepreis. Das ist ein Thema, was mich interessiert seit 8 Jahren, und jetzt bin ich in der Position, um da wirklich mitreden zu können. Das ist auch der Grund dafür, dass nachher solche Dinge im Koalitionsvertrag gelandet sind. Ich darf aber auch verraten, es ist dann schon eine witzige Situation, wenn man in der großen Verhandlungsrunde mit der Kanzlerin, mit anderen auf einmal vom Thema E-Sports anfängt zu erzählen. Und man sieht in den Gesichtern der anderen, dass die Hälfte der Leute sich fragt, wovon reden die da eigentlich? Aber es ist jetzt im Koalitionsvertrag verankert, und das heißt, wir haben jetzt eine sehr gute Grundlage dafür, wirklich was zu bewegen. Ja, genau. Es steht jetzt im Koalitionsvertrag. Aber kannst du bei uns so ein bisschen die Sorge nehmen, dass es nur drinsteht, aber das war es dann halt auch? Ich meine, die Situation gab es ja schon mal, dass Sachen in Koalitionsverträgen standen, aber dann nie passiert sind. Deswegen, wie soll es konkret weitergehen? Na, wir müssen uns jetzt alle zusammen anstrengen, dass es wirklich kommt. Also, aber nochmal, die Grundlage ist da. Wir haben einen Games-Fonds jetzt im Koalitionsvertrag verankert, sagen, ähnlich wie in anderen Ländern, soll endlich auch Deutschland in die Computerspieleförderung einsteigen. Wir haben die Anerkennung von E-Sports, das ist ein riesiger Schritt. Wir sehen jetzt allerdings auch schon gelesen, dass der DFB-Präsident sich gegen E-Sports äußert. Also wir wissen, das wird jetzt ein Kampf, aber das, was im Koalitionsvertrag steht, ist die Grundlage für die Arbeit der nächsten 3,5, 4 Jahre. Ich muss immer in Klammern setzen, wenn die SPD-Parteibasis zustimmt. Das ist jetzt erstmal meine Arbeit die nächsten Wochen. Aber das ist die Grundlage dafür. Wir sagen, E-Sports muss anerkannt werden. Wir wollen gucken, wie man sozusagen die Vereine stärken kann. Wir wollen die olympische Perspektive geben. Wir wollen den Games-Fonds aufsetzen. Wir wollen sozusagen die Games-Förderung einsteigen, auch als Bundesrepublik. Wir wollen im Bereich der digitalen Fähigkeiten, also Bildung, Breitbandförderung, da ist vieles drin. Und das ist die Grundlage für das, was die Koalition macht. Ich sage nur auch, allein dadurch, dass es da jetzt drin steht, ist es noch nicht da, sondern wir werden kämpfen müssen. Dafür brauchen wir auch die Unterstützung aus der Szene.
Aber es gilt erstmal, was im Koalitionsvertrag drin ist. Aber ihr müsst aufpassen, dass wir das umsetzen. Wir brauchen nur eure Unterstützung. Aber die Grundlage ist jetzt ganz klar gelegt. Okay, aber selbst wenn alles klappt, bleiben natürlich noch 1000 Detailfragen. Auch wie beispielsweise, wer verteilt überhaupt die Kohle? Und was muss ein Projekt tun, um sich dafür zu qualifizieren? Wer kann sich dafür überhaupt qualifizieren? Und so weiter und so fort. Und wenn es irgendwann mal so weit kommt, bleibe ich auf jeden Fall am Ball. Aber jetzt gerade in diesem Moment bin ich erstmal happy, dass wir es überhaupt so weit geschafft haben. Nämlich, dass Videospiele endlich als Kulturgut angesehen werden. Ja, dass die Industrie ernst genommen wird, dass sie halt eine wirtschaftliche Macht ist, wie die sie halt auch ist. Und dass endlich dieser Grundstein für eine geile Games-Entwicklung in Deutschland gelegt wurde. Und ich will jetzt hier gar nicht Werbung groß für die große Koalition machen, um Gottes Willen. Also diese ganzen politischen Themen sind so komplex einfach. Nur niemand sollte seine Entscheidungen, was das angeht, nur aufgrund von sowas wie Games-Förderung machen, außer man selber arbeitet, um vielleicht da. Aber trotzdem sind andere Themen wahrscheinlich immer noch wichtig. Ich finde nur dieses Zeichen so wichtig, denn selbst wenn jetzt die SPD-Mitglieder sogar noch gegen die GroKo stimmen sollten, hätten wir eine Situation, dass quasi dieser Koalitionsvertrag da ist und dass die nächste Regierung, egal wie die aussieht, viel mehr unter Druck steht, das Thema ähnlich ernst zu nehmen. Und dieses Zeichen ist so unfassbar wichtig. Und ich bin noch nicht mal fertig. Es gibt nämlich noch mehr gute Neuigkeiten, denn wie am Anfang schon angekündigt, findet sich das Thema E-Sports ebenfalls im Koalitionsvertrag wieder. Und zu dem Thema heißt es: Wir erkennen die wachsende Bedeutung der E-Sport-Landschaft in Deutschland an. Da E-Sport wichtige Fähigkeiten schult, die nicht nur in der digitalen Welt von Bedeutung sind, Training und Sportstrukturen erfordert, werden wir E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive unterstützen. Bisher konnten E-Sports-Vereine nicht als gemeinnützige Sportvereine anerkannt werden, wodurch halt viele Möglichkeiten denen verschlossen blieben. Und diese Änderung ist halt mega. Ist halt ein Riesenerfolg für alle, die in dem Bereich tätig sind. Und ich finde diese eine Formulierung geil. Und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive unterstützen. Keine Ahnung, wie das geht und was dafür in Rattenschanz dranhängt, aber cool, dass es drinsteht. Und das war's von mir und meinem kurzen Update zum Thema Gaming und E-Sports im Koalitionsvertrag. Und ich möchte mich am Ende jetzt nochmal kurz bei allen Beteiligten dafür bedanken, diese Themen da reingebracht zu haben. Alle ihr, die dafür verantwortlich seid, Dankeschön dafür. Es muss ein harter Kampf gewesen sein und ich weiß, dass es immer noch extrem viele Menschen da draußen gibt, die Spiele nicht als so wichtig ansehen wie ihr und dass ihr auch schon jahrelang dafür kämpft. Und ich finde es toll, dass jetzt endlich, wo ihr an der Position seid, daran etwas zu ändern, dass ihr euch tatsächlich dafür eingesetzt habt und wir diesen Erfolg geschafft haben. Dankeschön dafür und hoffen wir, dass es weiter bergauf geht. Danke an alle anderen fürs Zuschauen. Egal, wer zuschaut, danke an alle fürs Zuschauen. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu meint. Wie gesagt, es dreht sich jetzt hier nur um Thema Gaming und E-Sports. Alle anderen Themen, die in diesem Koalitionsvertrag auftauchen, habe ich viel zu wenig Ahnung von, um die jetzt für euch einordnen zu können oder sowas. Wobei ich hier kurz reingrätschen muss, nämlich mir selber reingrätschen muss, weil das Video habe ich halt schon aufgenommen, als noch nicht alles hundertprozentig fest war. Und jetzt, wo ich in München bin, hat sich noch halt was ergeben. Und zwar eine Sache muss ich einfach kommentieren. Und zwar, wie enttäuschend ich es dann doch finde, dass das Thema Digitales weiterhin im Verkehrsministerium bleibt. Es wurde vorher so häufig betont, dass Digitales so wichtig ist, ein wichtiger Faktor, dass man sich darauf spezialisiert und dass das relevant ist für die nächste Regierung. Und dann bleibt es im Verkehrsministerium und gleichzeitig ist noch nicht bekannt, wo denn jetzt nachher das Thema Games überhaupt landen wird. Bleibt es im Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur? Da ist übrigens auch noch nicht klar, wer diesen Ministerposten übernimmt. Da gibt es auch Leute, die ich da gerne hätte und Leute, die ich da weniger gerne hätte. Und dann gibt es halt noch die Frage, landet Games entweder da oder im Bereich Kultur. Das ist halt auch noch eine Möglichkeit. Also das steht noch nicht fest. Aber unabhängig davon, wo das Thema Digitales jetzt angesiedelt ist, ja, damit habe ich nicht gerechnet im Vorhinein und das finde ich sehr, sehr traurig. Deswegen würde ich euch jetzt natürlich auch bitten, nicht euch alle gegenseitig zu zerfleischen in den Kommentaren darüber. Aber Gott, Emma, macht, was ihr für richtig haltet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein.